Heute dreht sich alles rund um Schals und um Tücher und ja, wie man die falten kann, sodass sie ordentlich reinpassen in die Schublade zum Beispiel oder welche Möglichkeiten es gibt, die Schals unterzubringen, das zeige ich dir im jetzigen Video. Bevor ich richtig durchstarte, will ich dir natürlich nochmal die Einmal- und Nie-Wieder-Aufräum-Checkliste vorstellen, und zwar erhältlich auf meiner Webseite zum Gratis-Download für dich. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Bevor ich loslege, sammle natürlich als allererstes komplett alle Schals zusammen. Schaue es mir mal an, wie viel habe ich, nutze ich überhaupt jeden, und dann schaue ich, ob ich die eine oder andere, aussortieren kann. Einfach weil es vielleicht immer meinem Geschmack entspricht oder weil ich schon Ewigkeiten nicht mehr getragen habe und irgendwie hat es mir nicht den Reiz gegeben, das wieder zu nutzen, weil ich inzwischen vielleicht einfach schon andere Vorzüge habe. Also einfach ein bisschen durchschauen, jedes Ding angreifen und einfach spüren, ob es ja, Freude bringt, ob man es gerne nutzt oder halt nicht. Zum Zusammenlegen ist so viel zu sagen, dass man natürlich schauen sollte, welchen Bereich hat man, um die Sachen unterzukriegen, und dann auch wirklich so faltet, dass man die komplette Breite oder Höhe so bestens wie möglich einfach auch nutzen kann. Und ein Beispiel habe ich da, das ist für mich ein Strandtuch, also ich gehe zum Beispiel zum Strand und nutze eigentlich lieber ein Strandtuch statt ein Handtuch. Und da beim Zusammenlegen finde ich es für mich wichtig, dass diese Bömmel da außen noch mit nach innen gefalten sind und nicht zwangsläufig über dieses übers Falten dann am Ende drüber hinaussteht. Deswegen fällt es als allererstes einmal in die Hälfte und von dort aus tue ich es dann dritteln, damit es einfach dann sichergestellt, dass diese Bömmel in der Mitte sind. So, dann nehme ich mir das so her und falte das noch einmal zusammen. Somit habe ich es jetzt gedrittelt, dann lege ich es in die Hälfte. Und von dort aus dann noch einmal dritteln. Und am Ende ist es dann auf einer Größe und passt wunderbar da bei mir in die Kiste bzw. in die Lade. Natürlich sind die Materialien von diesen Tüchern sehr weich und ich würde gar nicht erwarten, dass die von allein stehen. Dennoch tun sie es manchmal bzw. geben einfach die anderen Stoffe rundherum einen guten Halt dafür. So. Dann habe ich da einen Schal von mir. Finde ich irgendwie praktisch, dass die einfach auch schon zusammengenäht sind. Auch da fällt die einfach in die Hälfte, hat es die gleiche Breite wie die Kiste. Dann fällt die von oben runter. Und dann tue ich es nochmal dritteln. Und auch das passt dann super da rein. Das gleiche mache ich mit dem anderen. Auch der ist eigentlich für mich genau identisch, aber da werde ich es dann statt halbieren gleich dritteln, damit ich wieder auf die richtige Breite komme. Fällt dann noch einmal in die Hälfte, fällt dann von oben runter, noch ein zweites Mal, und auch der passt wieder rein. Und dann habe ich eben diesen riesen dicken Schal, da habe ich auch wieder diese Schlaufen oder Bömmel, wie man sagt, am Ende, und auch die hätte ich dann wieder gerne in der Mitte. Fällt es also einmal in der Mitte zusammen, dann nehme ich mir das wieder, tue es erst einmal dritteln und beim Dritteln wäre dann schon darauf zu achten, dass es auf die Breite kommt wie die Kiste oder wie die Schublade, wo auch immer du dann am Ende deine Schals und Tücher unterbringst. So. Somit ist das gedrittelt, legt es da also einmal nach oben, beziehungsweise es ist ziemlich hoch, so einmal, und macht das noch einmal nach unten. Jetzt steht da natürlich von den Enden was über, das stecke ich dann auch drinnen. Habe dann das Ganze, und weil der natürlich ein bisschen dicker ist, drücke ich dann noch damit dazu rein. Somit habe ich jetzt aber alle Schals, habe von oben den Blick drauf, kann also sehen, welche Schals brauche ich, kann dann rausziehen. Und das ist auch die eine Variante.
Die andere Variante, die Schals unterzukriegen, wäre zum Beispiel die Rollvariante. Man würde einfach ganz normal zusammenlegen und dann den Schal einfach einrollen und dann hineinstellen. Wenn ihr zum Beispiel am Boden vom Schrank Platz habt für die Schals, wäre das durchaus eine Variante, weil man dann einfach auch mehr Höhe nutzen würde. Und kann also auch hier ganz einfach die Schals einrollen und dann hineinstellen und habt dann also auch da einen guten Blick auf die Schals, damit ihr dann wirklich auch immer genau weiß, welchen ihr braucht und kann dann einfach so rausziehen. Die Rollvariante, wie man sieht, braucht noch weniger Platz als die Faltvariante. Das würde ich definitiv vorschlagen, immer für Leute, die was wirklich viel Schals haben und Schals hauptsächlich nutzen für Accessoires. Also ich bin ja kein Schalträger, dementsprechend habe ich jetzt da nicht unbedingt viel, sondern wirklich nur, was ich brauche. Aber wenn man Schals als Accessoires nutzt und die wirklich immer wechselt und zu jedem Outfit einen anderen Schal tragt, dann ist das sicher eine Möglichkeit. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie man das am besten sieht. So. Jetzt habe ich das also gerollt und aufrecht hingestellt und man sieht, man hat da also wirklich noch einen Platz in der Kiste drinnen. Die Rollvariante ist definitiv platzsparender, solange man natürlich dann die Höhe voll ausnutzen kann. Ja, das würde ich vorschlagen. Das ist also meine Falttechnik, die ich selbst nutze, beziehungsweise bei meinen Kunden, die was sehr viele Schals haben und da kommen wir teilweise auf 50 Schals, ist die Rollvariante definitiv die platzsparendere Variante und immer die Vorschlag. Und ich muss sagen, meine Kunden sind sehr zufrieden, weil ein Schal einrollen geht sicher einfacher, einmal schnell, ohne dass man es jetzt irgendwo auflegt und dann Platz zum Falten braucht, kann man einen Schal einmal schnell zusammenlegen und dann einfach nur einrollen und wieder reinstellen und das passt also auch ganz gut. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du für dich sagst, du kannst da was daraus ziehen und das war für dich nützlich, dann würde es mich freuen, wenn du den Abonnieren-Button drückst, beziehungsweise den Button vielleicht mit dem Glöckchen dazu, dann kriegst du immer eine Nachricht, sobald das neueste Video von mir online ist. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und vergiss nicht, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Adios!